Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Stellaris, ihr Lieben. Und ja, zu einer neuen Folge hier. Letztes Mal waren wir hier auf Twitch unterwegs und wir haben vieles so ein bisschen vernachlässigt. Dadurch ist unsere Föderation auseinandergebrochen. Wir versuchen das jetzt wieder zu verbessern. Dadurch haben wir hier auch so einen kleinen Überschuss, was die Flotte angeht, weil alle Föderationsflotten sind zu uns geflossen. Wir werden so ein bisschen eine Art Flottenmanagement machen müssen. Dementsprechend, müssen wir nochmal schauen, dass wir das erstmal hinkriegen und der Rest wird schon. Was wir aber auch machen müssen ist, wir haben jetzt so ein paar mehr Diplomaten, die wir auch einsetzen können. Ich will mal gucken, wie es so damit ausschaut mit anderen Gurkfoki-Koalitionen zum Beispiel. Wo sind die? Die sind schon, glaube ich, das ist eine repräsentative Demokratie. Die sind auch schon meines Erachtens schon in einer, sind sie auch, in einem Block. Grand Genvius Block. So. Kann man die da so ein bisschen rauslösen? Ich weiß es nicht. Da müssten wir mal gucken. Ich will mal mit denen, die sind erbärmlich und unterlegen. Sind sie. Die haben auch nicht viel, ne? Die sitzen hier drin nur. Aber wir haben mit denen gute Beziehungen. Deswegen möchte ich die auch mal pflegen, Beziehungen verbessern. Da schicken wir mal Vegutrim hin. Der soll da mal hin. Dann schauen wir weiter. Also erstmal so ein bisschen Diplomatie. Friedfertige Händler. Föderationsrepräsentative. Die Latrepian Mandate. Wo sind die? Wo sitzen die eigentlich? Die sind hier. Das ist eine repräsentative Demokratie geworden? Wow, Leute. Was ist denn bei uns los? Beziehungen verbessern, das schicken wir dann auch mal gleich hier jemanden hin. Also ich will, was das angeht, mal mit unseren Gesandten hier mal loslegen. Okfoki, Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft. Also, da haben wir echt zu tun. Wir müssen hier gucken. So, Flexganger Commonwealth, Theokratische Republik. Theokratische Republiken, demokratische Kreuzzügler, friedfertige Händler hören sich für mich auch gut an. Föderationsgrund, irenische Bürokratie, kommunale Parität, direkte Demokratie. Direkte Demokratie ist nicht schlimm. Gelehrte Erkunder. Föderationsgründer. Repräsentative Demokratien. Direkte Demokratien sind auch gut. Also da könnte man auch ansetzen. Die locken, Die sind ja hier. Sind die schon in einer Art Föderation drin, die locken? Machen wir mal Beziehungen verbessern. Und dann müssen wir auch schon ein bisschen warten. Ich will diesen Ländern auch... Was ist, wenn ich deren Wirtschaftsabkommen und Garantien... Können wir mal ganz kurz gucken. Kontakte. Wen wir denn da wie unterstützen? Wir garantieren... Wenn ich die Unabhängigkeit... kostet. Wirtschaftsabkommen...
Flex Kanga mit Grand Genvius Block. Grand Genvius Block. Die sitzen hier. Das Kanga Commonwealth. Die sind noch vorsichtig. Wie gehen wir hier weiter vor? Ich will noch mal kurz schauen. $5.30 haben wir. Wuki, könnte man da doch einen Wirtschaftspakt schließen. Forschungsabkommen? Ja, wir helfen denen mal. Wirtschaftspakt, Migrationsabkommen. Machen wir mal trotzdem. Wir wollen Unterwerfung vorschlagen. Die sind in einer Föderation. Das würden sie nicht machen. Aber wir haben mal schon mal mit denen angefangen. Baldige Präsidentschaftswahlen, 24. Bin mal gespannt, wer es wird. Da lassen wir mal die Diplomatie weiterlaufen mit den Gurkfokis. Dann müssen wir natürlich noch mal bei der Erde schauen. Hier haben wir ja so ein gewisses Limit erreicht. Mehr geht hier nicht, Leute. Entscheidung. Also hier hilft nichts mehr. Auf der Erde ist schon durch. Wir wollten nochmal auf den Merkur schauen. Ich lass mal nochmal so langsam nebenbei her weiterlaufen. Der Merkur ist auch durch. Der Merkur ist durch. Keine Forschung hier. Auf der Venus. So, die Verträge wurden angenommen. Sehr schön. Wirtschaftspakt hier geschlossen. Dann werden wir mal weiter gucken. Kontakte, Gurkfoki. Sehr schön, freundlich. Kann man mit denen mehr machen? Kooperativ sind sie ja. Beziehungen werden verbessert. Dann friedfertige Föderationsgründer. Latrepien Mandate. So. Forschungsabkommen. Migrationsabkommen. Verbessern tun wir momentan. Gut. Warum nimmt das hier ab? Warum haben wir mit denen Grenzkonflikte? Das wäre mir jetzt neu. So, das sollten wir uns jetzt nicht treiben lassen. So, wir müssen uns unbedingt, also wir hatten ja damit schon angefangen, letzte Folge, um die
Bevor wir hier überhaupt mit dem Rest weiter verfahren, müssen wir uns mal um die Dings kümmern hier, um die Flotten. Ja, so, wir haben, ja, die werden ja jetzt gerade vorbereitet für die 7. Flotte. Die kommen hier nicht mehr zurück, ne? Es gibt keine Route. So, wir haben einen neuen Präsidenten. Ein neuer Herrscher. Der aktuelle Herrscher wurde wieder gewählt. So, was ist denn... Was können wir denn hier weiter machen? Voidwing. Ja, die Flotten werden dann aufgelöst. Dann ist das so. Können auch nicht hierhin. Dann auflösen. Ja, wir müssen hier so ein bisschen so eine Art Flottenmanagement betreiben. So, jetzt ist die Frage, ja, jetzt warten wir mal ab, dass das hier läuft. MarineCon hat hier schon weitergebaut, dann geht's hier hin. Nach Viriak. Ein Hyperrelais. Können wir schneller verreisen? So, was macht die Diplomatie? Kontakte? Flex Kanga. Virtuelle. Blitzliga. Wo ist denn unsere direkte Demokratie hier? Hier, die Locken. Wir verbessern unsere Beziehungen. Die Entfernung stört. Andere Forschungs- und Wirtschaftspakt, andere. Ja, machen wir mal Unabhängigkeit garantieren. Das machen wir hier dann auch. Hier kann ich die Unabhängigkeit nicht garantieren. So, okay. Dann ist das so. Plivplav Republic. Den sind wir auch freundlich im Fuß unterwegs. Ja, wir müssen hier jetzt weitermachen. So, wir lassen ja nochmal langsam laufen. Während hier alles läuft. Zivilschwimmen. Ja, ich möchte jetzt auch nochmal natürlich gucken, wie die Forschung läuft. Die läuft zwar. Ship Upgrades applied. Okay, einige Upgrades sind hier abgeschlossen. Müssen wir uns mal anschauen. Third Fleet. Siebte Flotte. Third Fleet. Ich will mir das jetzt nochmal angucken im Flottenmanager. Da ist... wo ist denn die siebte Flotte? Die ist hier. 6, 3 RBL. Da warten wir mal ab. Ich werde die mal in deutschen Namen
umbenennen. Erste Flotte. Dann wissen wir immer, welche von uns sind. Also ein bisschen mal ordnen hier. We are being hailed. Dritte Flotte. Wer möchte mit uns Migrationsabkommen? Okla, nee, ablehnen wollen wir nicht. So, dritte Flotte. Wo ist denn unsere vierte Flotte? Ship upgrades applied. Siebte und fünfte. Wo ist die vierte Flotte? Hier. Vierte Flotte. Die fünfte ist hier. We are being hailed. Ah, was ist reingekommen? Migration? Nö, wollen wir nicht. Fünfte. So, die sechste Flotte. Und hier wird die siebte sein. So. Dann haben wir die dann auch schon mal zusammen. Das sind die Ship upgrades applied. Sehr schön. Vierte. So. Siebte und fourth. So. Siebte Flotte. So. Flottenmanager. Also 6633. Und 2. 6633 und 2. 6633 und 2. So, jetzt brauche ich. Was brauche ich eigentlich? Ich brauche. Hm. 3322 AG AL Klasse. Hm, okay. So, wo schauen wir nach? Brauche 43 benötigt. Was ist das denn? Victoria-Klasse. Nee. 1, 2, 3. Die müssen wir dann mal folgenderweise machen. AG-Klasse. AG-Klasse 3. AG-Klasse 3. AL-Klasse 3. Ja. Ja, dann nehmen wir bestehende Schiffe. Aus denen Momento Flottenmanager, das sind ja dann die hier, aus denen machen wir mal AL-Klassen. KB und VP. BVP. Auch dahin. Das müssten ja die sein.
Das müssten dann VPler werden. We are being hailed. Sehr schön. Defensivabkommen? Pliffplaff. Ablehnen. Mit den Locken hätte ich gern ein Defensivabkommen. Die sind noch im Krieg. So, sehr schön. Das kann ja auch jetzt so weiterlaufen. Ich muss nur Folgendes schauen. Flottenmanager. Wir müssen noch gucken, dass wir hier mal mit den Sachen klarkommen. Flottenmanager. Also AR. Ja, 1211. Ja, genau. 211. Dann heißt das für uns, die Großen sind ja hier. 1. Dann noch ein Victoria. Ne? Super. Hier machen wir das dann mal folgenderweise. Das ist der zweite oben. Ah, Quatsch. Die zwei U's sind okay. Dann brauche ich noch sowas. 1, 2. U. Und noch ein so. So, dann kann es losgehen. Und zwar, wir müssten einen Achter haben, genau. Die hier, also Flottenmanager, die hier werden AR-Klassen. Die hier werden... Gute Frage. Ship upgrades applied. Sechste Flotte. ES, genau. Okay. So. Also 1, 2, 1, 1. AR. BS. ZV. RA. Also, ihr Lieben. Die werden jetzt mal gepimpt. Es geht ja noch langsam voran. Die werden auch gepimpt. So, dann kann es auch weitergehen. Ich schau mal kurz, was wir als U hier jetzt einsammeln können. Kann ich denn U's einsammeln? Hier. So, 7. Wir haben insgesamt 7 Flotten. Wie viele kann ich mir mit 630 leisten? 630. Sind's, also wir können uns schon 10 Flotten leisten. Ja, das wird eine Herausforderung. Acht. Also 3 Flotten brauche ich insgesamt. 3 Flotten
da werde ich mal hier dann aussortieren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.